Hola Brothers and Sisters, ist Danagi. Und heute geht es ganz schlicht und einfach um Frauen, die keine Logik in ihrem Kopf manchmal haben. Es regt mich einfach derbe auf, wie Frauen manchmal drauf sind. Heute gibt es richtig so ein Ich-reg-mich-über-euch-auf-Video. Viele mögen das, viele nicht. Fangen wir einfach direkt mit dem ersten an. Du hast einen Freund, du als Mädchen. Und dann chillst du draußen mit ihnen und gehst essen. Und dann siehst du mich, einen Jungen. Und das Ding ist, anstatt dass du mit deinem Freund chillst und redest, guckst du dann mich an. Digga, warte mal, warum guckst du mich an? Du hast einen Freund. Hör auf, mich anzugucken, Mann. In dem Moment denkt man sich auch nicht, oh nice, sie guckt mich an. Und denkt man sich, Digga, was ist das für ein Bim-bop-bop. Und dann guckst du noch mal rüber und lächelst und so. Das ist das was ich jemals erlebt habe. Die bessere Variante ist, wenn euer Freund zu Hause ist und ihr dann alleine seid und dann Jungs anguckt. Weil das ist okay dann. Eigentlich nicht, aber gucken ist ja okay. Aber nicht, wenn ihr mit einem Freund unterwegs seid. Bitch! Nummer 2 ist so ganz komisch. Ich verstehe nicht, warum Frauen so sind, Alter. Es gibt so Typen, die einfach übertrieben lieb sind, Mädchen gut behandeln und wirklich alles für die machen. Aber hey, warte mal kurz. Darauf stehen gar nicht Mädchen. Also, ich glaube nicht die meisten. Es kommt darauf an, in welchem Alter du bist. Tatsache ist aber, dass Frauen auf Arschlöcher stehen. Energy, übertreibst du gerade? Nein, tue ich nicht. Denn es ist so, wenn sich Jungs nicht melden, wollen diese Mädchen ihn haben, weil sie denken sich, mein Gott, er ist so cool und er schreibt mir nicht zurück, aber was soll ich tun? Ich muss ihn haben, weil, mein Gott. So denke ich mir das. Aber natürlich ist jede Frau da ein bisschen anders. Man sollte nicht übertreiben mit dem nicht zurückschreiben. Aber meistens stehen die Frauen auf Arschlöcher, die einfach raw sind. Bad Boys, krasse Typen mit Tattoos, die viel Geld haben, die alles erreicht haben in deren Leben. Und irgendwie hört sich das alles derbe nice an. Ich kann euch verstehen, Mann. Ich kann euch verstehen. Das verstehe ich auch nicht an Mädchen. Warum? Wollt ihr euch immer vorziehen? Was meinst du vorziehen? Es ist so, wenn ich mich mit meinen Freunden treffen will und es vielleicht in dieser Woche dreimal öfters war als sonst, rastest du, das Mädchen, direkt wieder aus. Es heißt dann immer wieder, Daniel, du hast nie Zeit für mich. Nie, nie, nie hast du Zeit. Immer machst du das. Immer tust du dies. Immer, nie machst du das. Weißt du, was ich meine? Für die Jungs da draußen, ich weiß genau, ihr macht gerade so. Oder ihr macht halt so, hä, was labert der? Naja, ich kann nur aus meinen Erfahrungen sprechen und ich weiß ganz genau, dass diese Mädchen immer dieses immer benutzen und dieses nie. Das f***t mich jedes Mal ab. Immer wenn man eine Sache für diese Frau tut, öfters macht und irgendwann du einen Fehler machst, dann greifen sie zu und sagen, hey, Daniel, du bist nie für mich da. Frauenlogik! Vom Ding her lieben wir alle Frauen. Und ich liebe auch sehr, sehr Frauen. Aber es gibt dann noch so einen Punkt, was derbe hinterhältig von den Frauen meistens ist. Ich erkläre euch mal die Situation. Ich kenne Isabel. Und Isabel ist eine sehr gute Freundin von mir. Doch sie denkt sich, dass es zwischen Jung und Mädchen keine beste Freundin gibt. Und jetzt denke ich mir, aber du hast doch auch einen besten Freund. Ja, nee, Daniel. Das ist was anderes. Wie, das ist was anderes? Ja, Daniel, es ist einfach was anderes. Es ist mein bester Freund. Als ob ich was mit ihm machen würde. Und was mit Isabel? Ja, sie ist ein Mädchen. Denkst du, da sind keine Hintergedanken und so, dass du ihn knallen willst und so? Ich weiß ganz genau. Ich kann dir ja nicht vertrauen, sie ist eine Bitch. Oh, okay. Dieser Moment, wenn du noch keine Beziehung hast, aber dieses Mädchen noch klar machen willst. Und du denkst, okay, ich muss sie jetzt gut anschreiben, ich muss sie jetzt gut hey schreiben. Was schreibe ich ihr? Dann hast du irgendwie so einen Moment gefunden, wo du schreibst, hey, was machst du? Oder du sagst am besten, hey, wie alt bist du? Und sie so, 19. Schön, der hat einfach nur 19. So einer auf den, du juckst mich nicht. Denkst du, ich will wissen, wie alt du bist? Oder ihr denkt nicht mal drüber nach. Aber uns tut das weh. Wir haben auch Herz und die können gebrochen werden. Bitte, hab ein bisschen Herz und schreib wenigstens und du. Jetzt kommen wir zu dem letzten und dem beschissesten und den ich gar nicht mag. Frauenlogik. Du bist behindert, Mädchen. Du hast einen Typen, der übertrieben lieb zu dir war. Und genau dann, und dann dieser Moment kommt, dass du zu scheiße zu ihm warst ganze Zeit, weil er zu lieb ist und du lieber ein Bad Boy willst, dann verschwindet der Junge. Und du denkst dir so die ersten Tage so, ich brauch den doch gar nicht. Und dann sitzt du alleine da. Keine Leute schreiben dir, gar nichts passiert. Doch diese eine Person, die wäre da gewesen. Two words, bro. Und dann denkt sich das Mädchen, genau dann, wenn man ihn nicht haben kann, dann will ich ihn haben. Und da, wo ich ihn hatte, wollte ich ihn gar nicht haben. Und ich denke mir einfach so, du Bitch, warum seid ihr so, Mann? Wer hat euch das gegeben? Warum seid ihr so? Bitte, wenn er zu lieb ist, dann respektier das doch. Gib ihm das zurück. Gib ihm das zurück. Warum rede ich ganz jetzt hier oben? Wisst ihr, was ich meine? Bitte, Frauen da draußen, reißt euch zusammen und tut das Richtige. Hey, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Gleich kommt eine coole Endcard von mir, die habe ich selber gemacht und mache hier sowieso alles selber. Ich hoffe, ihr guckt euch die mal kurz an und lasst ein Like da, wenn euch die Endcard gefallen hat. Jetzt kommen wir zur Endcard und ja, Leute, was geht ab? Hier links kommt ihr auf das letzte Video von den Power Bros und hier rechts kommt ihr auf das Video von letztes Mal, was ich gepostet habe. Ja, hier unten rechts könnt ihr noch abonnieren und ich finde die neue Endcard eigentlich cool. Ah, hier unten Instagram, Facebook und Twitter. Tschüss.